Und wie geil das aussieht. Okay, das heißt also, hier brauchen wir irgendeine Übersetzung in Zahnrad oder so. Dann können wir hier den ganzen Klimbim anwerfen. So, hier links haben wir Feuer eingeworfen. Was uns hier fehlt. Irgendwie müssen wir. Metallstange, können wir die hier einsetzen? Nee. Die Form auch nicht. Da, die Schubkästen, die machen nichts. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie diese Übersetzung aktivieren müssen. Dieses Getriebe. Ach so. Ich habe mich gewundert, was das für eine Form ist, okay. Okay, diese eine Stange wird angetrieben. Irgendwas wird man hier einbringen müssen. Ja, viel hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Vielleicht müssen wir hier irgendwie weitermachen. Also diese drei Schlüssel müssen wir herstellen. Ah, warte mal. Passt der? Nee. Wir haben bis jetzt noch keinen Tipp gebraucht. Ich möchte es dabei auch belassen. Scheint irgendeine Art Zeitschaltung zu sein. Diese Stifte haben doch sicher eine Funktion, garantiert. Also irgendwas schaltet sich dabei. So. Mal kreisförmige Fassung, was gehört da hin? Ja, was wohl? Okay. Wir werden so einen Schlüssel hier benötigen, also für jedes Loch einen. Die müssen wir quasi herstellen, hinten mit der Maschine. Allerdings, momentan haben wir es nur geschafft, hier diese untere Übersetzung. Ah, die hat hier den einen Riegel wahrscheinlich. Nee. Also hier haben wir so ein Zahnrad. Ich hätte jetzt, hups. Ich hätte jetzt gedacht, man zieht den Riegel hinter und verriegelt das hier mit dem, dass das da eingreift, aber irgendwie. Ach, warte mal. Vielleicht, wir haben ja so ein Geräusch gehört. Schauen, ob sich mein Verdacht hier. Nee. Ich hätte gedacht, dass man den hier irgendwie aufziehen kann. Okay. Das hat nichts gebracht. Das wäre auch untypisch. Vielleicht, wenn wir hier irgendwas. Nee.
Diese Stifte haben doch sicher irgendeine. Ja, garantiert haben die irgendeine Funktion. Nur welche? Ich gehe davon aus, wir müssen die beide gleichzeitig nach unten bewegen. Geht vielleicht jetzt noch nicht. Okay, wir sollten gucken, dass wir irgendwie erstmal das Feuer ankriegen. Also wir haben. Wir haben einen Feuerstein. Ist eine rechteckige Fassung. Fehlt etwas. Kann ich so nicht sagen. Den hier so rein. Über ein Feuerzeug. Ah. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ah ja. Können wir den hier jetzt reinlegen? Nee. So, hier müssen wir jetzt. Okay, da müssen wir jetzt erstmal die Schlüsselform einstellen. Dann. Müssen wir das Feuer auf Temperatur bringen? Okay. Wir gucken uns jetzt erstmal die unterste Schlüsselform an. Das ist also ein. Sieht aus wie ein Fisch, ein Viereck und. Ja, dieses Drei-Striche-Ding. Also Fisch, Viereck, Drei-Striche-Ding. So, hallo. Weiter rauszoomen, komm. Fisch, Viereck, Drei-Striche-Ding. Gucken wir mal. So. Fisch, Viereck, drei Striche Ding. Gut, das soll unser Schlüssel geben. Ja, wir sind viel zu kalt. So. Jetzt ist schön warm. Nur wo kriegen wir jetzt den Stahl her? So. Sieht ja schon geil aus. Aber wo kriege ich jetzt? Das ist eine stinknormale Metallstange. Wir wedeln noch mal ordentlich. Und jetzt hier rein. Nee. Hier hängen allerlei Werkzeuge. Ich dachte, dass wir davon vielleicht was einschmelzen können. Geht aber nicht. Wir können auch nichts mitnehmen davon. Können nur Hitze erzeugen.
Und jetzt brauchen wir irgendwoher Eisen oder Material für einen Schlüssel zu gießen. Ah. Okay. Denn irgendwo, wir haben kein Material. Ich gehe mal von aus, so hier jetzt der Ring rum. Jetzt. Manchmal muss man ja einfach neue Wege gehen. Genau. So, jetzt kann er nicht mehr weg. Und dort hält er sich jetzt fest. So. Entschuldigung, da hatte ich gerade einen leichten Hustenanfall. Gehört ja zum guten Ton heutzutage. Ah ja, sehr schön, okay. Hier ist nochmal eine Werkstatt. Und hier haben wir jetzt den Antrieb, der uns hier diese Werkbank antreibt. Talisman und Co. Hier können wir Holz sägen oder Hände. So, Holzer. Haben wir nichts. Was hier hinne? Was ist hier? Was bist denn du? Eine Schachfigur. Also, wie es aussieht, müssen wir hier die Riemen auf die Scheibe werfen. Was haben wir denn da? Ach, hier muss die Riemen auf die Scheibe. Jetzt haben wir hier so ein Kuckuckfenster. Da können wir jetzt irgendeinen langen Gegenstand. Wie auch immer, ich habe noch keine Ahnung, wo wir hier mit Holz was sägen müssen. So, und um das Ding anzuwerfen, brauchen wir. Ich hätte jetzt an so ein Getrieberad gedacht, dass wir das irgendwo herbekommen, so ein Kegelzahnrad. Hier ist noch. Ach, guck mal da. Hier ist noch eine Schachfigur in der Drehmaschine. Aber die müssen wir erst wahrscheinlich befreien. Und dann kriegen wir erst den Zentrierungsbolzen raus, wenn wir da Drehmo auf die Scheibe geschmissen haben. Und der kommt wahrscheinlich dann von hier gefahren. So, wir haben uns jetzt hier noch ein Fensterchen geöffnet. Können wir mal zurück an den Tisch gehen und mal gucken. Wir können jetzt mit dem Sack darüber. Dann sollten wir das mal probieren als erstes. Also hoch. Der Riegel kann sich ja jetzt hier nicht mehr. Verstecken. Schauen wir mal. Der wird jetzt genau über der Säge hängen, ne? Ah ja. Sehr gut. Und jetzt können wir hier mal. Aha.
Ein Metallbarren, okay. Das war jetzt so rohe Gewaltanwendung war nötig. Wir hätten den Sack jetzt nicht mit unseren Papierärmchen aufmachen können, das geht nicht. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen Metallbarren. Wir werden wahrscheinlich drei brauchen. Oder wir können die Schlüssel je nachdem weiterverwenden. So. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen hier mal aufgeschäppte Kram und scheint müssen wir ein bisschen in den roten Bereich. Und es schmilzt. Gluck, 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 gluck. Ein geschmiedeter Schlüssel. Den werden wir wahrscheinlich da wieder reinwerfen können, wenn man mehrfach. Wenn wir nicht mehrere Barren kriegen, dann können wir wahrscheinlich den Schlüssel mehrfach verwenden. Den letzten Schlüssel hat er uns gegeben, sagt er. Ja, wir haben ihn wiederbekommen. Mhm. Ein Metallblock mit Aushöhlungen, die rein zufällig ein Metallblock mit Aushöhlungen. Ich weiß, wo der hinkommt. Das ist das nächste, nächste Schwierigkeit für den Schmiedeofen. Ja. So, jetzt brauchen wir aber noch mal. Das finde ich jetzt, das sind wieder richtig geile Rätsel. So, den Dings haben wir unten. Da müssen wir so ein so 2T. 3 Zack, 2 Zack. 2T, 3 Zack, 2 Zack. Das wäre so geil, wenn dieses Spiel auf dem PC gehen würde, echt. So. Doppeltes T. 3 Zack, 2 Zack. Und wir geben unseren Schlüssel hier wieder in die Form. Pumpen. Die Esse, die muss richtig hier auf Feuer kommen. Blub, 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 blub